Ja, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Autovideo hier. Und zwar heute geht es mit dem Schlauchboot mit Motor über die Elbe. Ja, ich habe das Ganze mal mit meiner alten Kamera gefilmt, weil die neue gute wollte ich nicht unbedingt dort mitnehmen. Und ja, schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Und ja, lasst euch überraschen. Der ist größer als wir, definitiv. Das Spiel verlieren wir.
jetzt haben wir gleich die Grenze von Deutschland zu Tschechien. Was also da schon der Fährt? Nee. Fahren kurz an der Fährung vorbei, ne? Ja, oder? Ja, liebe Leute, das heißt das hier an der Stelle mit dem Bootsfahrt-Video Teil 1 gewesen sein. Ja, wir sind dann an der tschechischen Grenze oben angekommen nach Schmelka und haben dort eine kurze Pause gemacht. Mit dabei war natürlich der Falk, der das Boot gefahren hat. Ich bin auf dem Rückweg dann noch ein Stück gefahren. Das gibt es aber leider keine Videoaufnahme davon, weil Falk wollte schon mal ausruhen, weil das auf dem Fluss fahren ist relativ anstrengend, weil der Fluss aufwärts du immer und auch abwärts mit Strömungen zu rechnen hast, das mit den Steuern hast du ganz schön zu tun, musst du ganz schön aufpassen. Deswegen ja, gibt es ja, nur bedingt dann ab einer gewissen Rückfahrtstrecke dann wieder Videos. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und man sieht sich wieder in Teil 2. Und natürlich danke an alle Abonnenten. Tschüssi!